Erfolg. Erfolg ist das zentrale Thema unserer heutigen Gesellschaft und auch eine unserer größten Herausforderungen. Aber vielleicht kann es auch ganz einfach sein? Freuen Sie sich auf eine Talkrunde mit vier hochkarätigen, interessanten Gästen. Die heutige Sendung wird moderiert von François Cochard. Er ist Experte für Marken und Geschäftsentwicklung. François Cochard hilft Unternehmen, einzigartig zu werden und einzigartig zu bleiben. Dagmar Gloning steht für einen der wichtigsten Erfolgsgaranten für Frauen. Sie ist Coach für Leichtigkeit, Lebensfreude und Liebe. Dagmar Gloning begleitet erfolgreiche Geschäftsfrauen auch im Privatleben, wirklich erfolgreich zu sein. Stefan Gut ist Geldtrainer. Stefan Gut zeigt, wie sie sich wirklich ein Vermögen aufbauen können. Und da trainiert er die Menschen Step by Step zum Erfolg. Sein Slogan lautet: Ich mache die nachhaltigsten Millionäre der Zukunft. Dodi Löw ist Vollblutunternehmerin und Gründerin eines internationalen Business-Netzwerkes. Wichtige Kernpunkte für sie sind eine Top-Weiterbildung und der Aufbau eines E-Commerce-Marketing-Konzeptes, damit die Mitglieder lebenslang von passiven Einkommen profitieren können. Manchmal kann es ganz einfach sein. Stefan Groll ist Mutcoach. Herr Groll unterstützt Menschen, sich ganz neue Dinge zu trauen und Herausforderungen und Veränderungen wirklich anzugehen. In den meisten Fällen ist es der Mut zum ersten Schritt, wirklich Entscheidungen zu treffen und diese dann nachhaltig umzusetzen. Herzlich willkommen zur Sendung Wege zum Erfolg. Das ist die Sendung, die kein Unternehmer und keine Führungskraft verpassen darf. Denn Sie erfahren hier von erfolgreichen Unternehmern und Experten, wie Sie noch erfolgreicher in Ihrem Geschäft werden können. Meine Gäste hier werden am Ende der Sendung ganz konkrete Tipps Ihnen geben, was Sie machen können. Doch jetzt möchte ich Ihnen meine Gäste vorstellen und mich mit Ihnen unterhalten über das Thema Einzigartigkeit und Erfolg. Herzlich willkommen Dagmar Gloning, Stefan Gut, Stefan Groll und Dodi Löw. Was ist Erfolg? Dagmar Gloning, als Coach, als Expertin helfen Sie Frauen, Lebensfreude und Liebe zu finden und damit wieder Kraft zu schaffen für geschäftliche Erfolge. Ich bin ganz gespannt, wie Sie das machen und was Sie uns dazu erzählen werden. Aber zuerst möchte ich von Ihnen wissen, was ist Erfolg? Für mich bedeutet ein erfolgreiches Leben ein glückliches Leben. Ein glückliches Leben in allen Lebensbereichen, nicht nur im beruflichen. Ich persönlich liebe meinen Beruf. Ich finde ihn ganz, ganz wundervoll, was ich da machen darf. Und ich bin erfolgreich, wenn die Frauen, die zu mir kommen, die Frauen, mit denen ich arbeite, glücklicher sind, mehr Lebensfreude haben, viel mehr Ausstrahlung haben und so ganz leicht, auf ganz, ganz einfachem Weg die Liebe ins Leben ziehen, die sie sich wünschen. Dann bin ich beruflich erfolgreich und das macht mich glücklich. Stefan Gut, Sie sind Geldtrainer. Sie helfen Menschen, wirklich Schritt für Schritt Vermögen aufzubauen. Und Sie möchten die nachhaltigsten Millionäre der Zukunft schaffen. Was ist für Sie Erfolg? Für mich ist Erfolg, ich habe so ein Live-Modell, da nehme ich immer die Hand. Man braucht Gesundheit, finde ich das absolut Wichtigste. Man braucht klare Ziele. Man braucht die Berufung, eben die Lebensfreude, der Flow, also nicht der Job, sondern die Berufung. Man braucht gute Beziehungen, in privaten und beruflicher Ebene natürlich. Und man braucht natürlich Geld, damit man noch unabhängiger, noch freier wird. Und das Wichtigste, das ist eben das Zentrum, da geht es um die Persönlichkeit, dass man sich regelmäßig persönlich weiterentwickeln können. Ich denke, wir sind auf dieser Erde, um täglich zu lernen. Und natürlich gehört die Liebe natürlich ins Zentrum von jedem Menschen. Und ich denke, so kann man Erfolg definieren. Und schlussendlich geht es wirklich darum, dass man frei ist, frei von irgendwelchen Strukturen und Methodiken, dass man sein Leben entfalten kann in allen Bereichen. Stefan Groll, als Mutcoach helfen Sie Menschen, den ersten Schritt zu machen, sich neuen Aufgaben, neuen Herausforderungen zu stellen. Was ist für Sie Erfolg? Ja, für mich ist Erfolg, eine Einheit zu bilden in meinem Leben oder generell auch bei anderen Menschen, Unternehmern oder auch private Menschen. Und da geht es darum,
für mich auch die Natur mit einzubeziehen, finanziell auch gut dazustehen, viel reisen zu können und natürlich auch sehr viele mutige Menschen ins Leben zu rufen wieder. Ja? Das ist für mich im Großen und Ganzen Erfolg, genau. Und schließlich Dodi Löw. Sie sind Unternehmerin, Sie helfen Menschen zusammenzukommen, zu wachsen. Sie haben einen Club geschaffen, eine Plattform, um das zu ermöglichen. Was ist für Sie Erfolg? Ja, grundsätzlich könnte ich mich jetzt da überall anschließen bei euch. Ich nehme vielleicht eine Rosine raus. Erfolg ist für mich absolut planbar. Das heißt, ich kann mir etwas vornehmen und wenn ich das richtig plane und dann auch durchziehe und bis am Ende durchführe, dann kann ich nachher messen, was ich mir vorgenommen habe, was ich erreicht habe. Nehmen wir mal an, wir sind hier eine Lebensplanung und gehen zurück, machen so kleine Teile, die wir planen, um erfolgreich zu sein. Und dann ist vielleicht jeder Tag ein kleiner Erfolg. Den dürfen wir feiern. Ihre Ansichten zu Erfolg, spannende Inputs. Wie setzen Sie das um? Was machen Sie genau, Dagmar Klonin? Frauen Lebenskraft geben, Liebe geben, Lebensfreude geben. Wie machen Sie das und was sind die Auswirkungen? Was erreichen Sie damit? Das Wichtigste ist, da reihe ich mich ganz hier an, ist zu wissen, was will ich denn? Was ist denn das Ziel? Und es klingt jetzt erstmal so banal, weil klar, die Frauen wollen eine Beziehung. Und ich frage die Frage immer ganz am Anfang, was möchtest du? Und ich kriege so viele Antworten, so viele unterschiedliche Antworten, wie es Frauen gibt, weil jede Frau auf ihre wundervolle Art einzigartig ist. Und schon in dieser einfachen Frage höre ich raus, was das Thema ist. Wenn eine Frau kommt, die sagt, ja, also ich hätte schon gern, also vielleicht irgendwie, ja, da so ein Mann für eine gewisse Zeit, aber der muss schon okay sein, dann kriegt sie meistens genau das. Ein Mann, der für eine gewisse Zeit da ist, der jetzt nicht genau das ist, was sie will, sondern der nur schon okay ist. Weil das, was wir über die Welt denken, ist das, was wir erfahren. Da könnte man jetzt vielleicht spirituell argumentieren und sagen, Gesetz der Anziehung. Oder wir könnten es ganz einfach sagen und feststellen, das, was wir denken, entscheidet, welche Entscheidungen wir treffen in unserem Leben. Die Entscheidungen, die wir treffen, machen das, wie wir handeln. Und so wie wir handeln, machen wir Erfahrungen. Und diese Erfahrungen kommen dann wieder in unser Denken rein, in unsere Gefühlswelt, in alles, wie wir die Welt wahrnehmen. Und wenn du was anderes möchtest, als du bisher bekommen hast, darfst du was anderes tun. Ich gehe noch mal einen Schritt weiter zurück und sage, du darfst was anderes denken, du darfst deine Denkmuster ändern. Und das ist das Zweite, was ich tue mit den Frauen. Ich schaue mir die Glaubenssätze an. Ich stelle ein paar ganz einfache Fragen und komme dann drauf, was sie über Beziehungen denken. Weil wenn du ein Ziel noch nicht erreicht hast, von dem du sagst, es ist ein Ziel von dir, sind es meistens Glaubenssätze, bewusste oder unbewusste, die dich davon abhalten. Weil dein Unterbewusstsein schützt dich und bringt dich dann gar nicht in die Situation, wo du dein Ziel erreichen könntest, wenn du damit irgendwas Negatives verbindest. Und ich komme dann bei den Frauen auf so Glaubenssätze wie zum Beispiel, ja, dann müssen wir ja immer alles gemeinsam entscheiden. Und natürlich wollen gerade die Frauen, die auf mich zukommen, erfolgreiche Frauen, das nicht. Ich hinterfrage diese Glaubenssätze dann, ist es wirklich immer? Ist es wirklich alles? Entscheidet ihr dann gemeinsam, welche Schuhe du morgens anziehst? Entscheidet ihr gemeinsam, ob du Hunger hast? Immer? Und meistens ist es dann schon witzig und dann sagt sie, ja, nein, natürlich nicht. Und wenn ich sage, dann mach's mal konkret, dann kommt gar nicht mehr so viel raus. Dann stellen wir fest, dass diese Glaubenssätze gar nicht wahr sind. Und da haben wir schon viel gelöst. Und es ist dann nicht das Einzige, weil viele von den Glaubenssätzen sind dann auch nicht nur mit dem Verstand zu lösen, die haben sich schon irgendwo, ja, gefühlsmäßig sind die schon irgendwo angekommen. Das sind dann tiefer liegende Ängste wie Verlustängste, Ängste verletzt zu werden, Ängste, ja, verlassen zu werden. Und die lösen wir dann in einem nächsten Schritt, indem wir diese Gefühle auflösen. Und dann ist die Frau bereit, Ziel wirklich zu definieren, zu sagen, was brauche ich jetzt noch? Sind da noch ein, zwei Muster, die mir im Weg stehen? Was brauche ich, um das Ziel zu erreichen? Was will ich wirklich? Und dann das Ziel groß zu machen und Schritt für Schritt dahin zu gehen. Wie konkret kann ich mir das vorstellen? Also mir sind zwei Dinge ganz wichtig. Zum einen
telefoniere ich immer erst mit der Frau, bevor wir uns entscheiden, dass wir zusammenarbeiten, weil es ganz wichtig ist, dass sie sich auf ihr Bauchgefühl verlässt, wenn sie sich einen Coach aussucht. Wir müssen zusammenpassen und das von beiden Seiten. Wir müssen uns verstehen, da muss ein Draht da sein. Und wir müssen beide dazu sagen, ja, das passt, wir verstehen uns, wir schwingen auf einer Ebene, ja, lass uns das gemeinsam machen. Das ist das Erste, bevor wir überhaupt anfangen mit Coaching. Und dann ist mir auch ganz wichtig, dass das Ganze nachhaltig ist. Das ist nicht nur einmal treffen und yay, alles klasse, alles super. Und so nach ein paar Wochen stellt sich ein, dass sie doch gar nicht so viel verändert hat. Das heißt, ich rufe sie 3 Tage später an. Warum 3 Tage? 3 Tage ist so ein Zeitraum, da sind die Menschen noch in der Energie drin. Da wollen sie das noch verändern. Da machen sie neue Gewohnheiten in ihrem Leben, die sie haben möchten. Und nach 3 Tagen kommt so ein bisschen Schlendrian rein und dann tun sie es vielleicht mal wieder doch nicht. Deshalb rufe ich nach konkret 3 Tagen nochmal an und es ist ein ganz kurzes Telefonat und ich frage, wie geht's mit den neuen Gewohnheiten? Total spannend, vielen Dank. Wir kommen noch darauf zurück. Das Thema Anziehung, Ausstrahlung, Denken ist ja auch etwas, was sehr stark mit Mut in Verbindung steht, Stefan Groll. Wie bewegen Sie Menschen, ihre Schritte zu machen? Ja, ist ganz spannend. Ich stoße mit meinem Mutthema auf offene Ohren und im Grunde genommen sorg ich mit den Coaches dafür, dass ich den Mut aktiviere, der eh schon in einem drin ist. Ja, also es ist egal, ob das jetzt im Management, egal ob das eine Führungskraft ist, egal ob das ein Unternehmer, Einzelunternehmer ist. Wir arbeiten mit der Persönlichkeit, mit der Individualität. Und mit der Einzigartigkeit des Menschen eben halt auch. Und Mut ist dann ein sehr essentieller Erfolgsfaktor. Der hat sich auch im Laufe der Zeit auch für mich herauskristallisiert. Weil ohne Mut kann ich nichts in Gang bringen. Wenn ich den nicht habe, dann kann ich die nächsten Schritte auch nicht durchführen. Dann kann ich auch kein größeres Unternehmen aufbauen. Dann kann ich kein Start-up aufbauen. Dann kann ich mich auch nicht selbstständig machen, was auch immer. Ja? Und da gibt es natürlich verschiedene gerade an Mut, sage ich mal. Der eine, dem fällt es relativ leicht, mutig zu sein, der spricht vielleicht auch gar nicht von Mut. Und der andere tut sich da unheimlich schwer und blockiert sich da selbst noch. Was ist für Sie Mut? Mut ist für mich im Grunde genommen, wenn ich mich mit mir auseinandersetze, wenn ich mich mit meiner Angst auch beschäftige, wenn ich mich mit Fragen beschäftige, also wenn ich reflektiere und wenn ich aus dieser Sache heraus dann die Schritte gehe, das ist für mich Mut. Also wenn ich alles anschaue, was anteilig in mir vorhanden ist, ja, und dann das Paket genommen, das bedeutet dann für mich Mut, weil dann habe ich drauf geschaut, dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht und das ist für mich Mut. Und das ist auch für viele meiner Kunden dann auch plötzlich Mut, weil sie dann plötzlich erkennen, dass viele Anteile eigentlich gar nicht dafür sorgen, mich abzuhalten, sondern eigentlich dafür da sind, das ist immer wieder eine Bewusstseinsfrage und eine Perspektivenfrage, wie ich damit dann letztendlich umgehe und wie ich drauf schaue. Stefan Groll, Mut ist Ihr Kernthema. Mut braucht es auch in Finanzfragen. Aber das ist vor allem das richtige Mindset. Genau. Und da scheitert es eben, weil viele Leute, man könnte jetzt das Glas Wasser nehmen, denken im kleinen Gefäßen, also im kleinen Mindset und denken extrem klein zum Thema Geld, wollen aber trotzdem Millionär sein und das geht nicht. Also der erste Schritt ist wirklich, man muss das größere Denken haben, man muss das Mindset haben, man muss das Mindset öffnen, durchbrechen und immer mal groß zu denken. Also viele Unternehmer, die ich betreue, oder Führungskräfte, die denken wirklich sehr klein, wollen erfolgreiche Unternehmer sein, aber denken viel zu klein. Und wenn man mal vom Gewinn einfach mal hinten ein Null anhängt, dann ist es schon ein bisschen größer. Wenn man sagt, gut, ich möchte dieses Jahr so viele Millionen oder so viele 100.000 Gewinn haben oder so viel Einkommen haben, einfach ein Null hinten anhängen und nachher geht schon das Mindset in die Höhe. Und das der Effekt daraus ist, wenn man größer denkt, kommt auch mehr Geld rein. Aber eben, man muss da richtig dran arbeiten und voll fokussiert sein auf das Thema Geld. Sonst passiert nichts. Vielen Dank für die Tipps. Ich weiß, Sie haben im letzten Jahr 5 Millionäre gemacht. Und ich bin gespannt, Sie haben bestimmt noch weitere Tipps für unsere Zuschauer, wie Sie diese Richtung gehen können. Dodi Loeb, Sie haben den Mut und das
Mindset für die unternehmerische Handlungen, den Schritt gemacht, auch Geld investiert und den All-Stars Business Club gegründet. Was ist das? Was wollen Sie damit bewegen? Für uns alle als Unternehmerinnen und Unternehmer ist es ja ganz wichtig, dass wir uns vernetzen. Denn als Unternehmer ist man zuerst mal einsam. Man hat einen Herzensentscheid getroffen, ja, weil man irgendwas gerne tut oder gut kann. Möchte sich mit dem positionieren. Das braucht dann eben den Mut, dass man diesen Schritt auch tut und sich selbstständig macht. Und dann ist es ganz wichtig, dass man ein Netzwerk hat, wo man zusammenkommt, wo man sich austauschen kann, wo man sich gegenseitig unterstützen kann, wo man neue Inputs bekommt, wo man auch hören kann, wo man hinkommen kann, was alles möglich ist. Das ist der eine Teil vom All-Stars Business Club. Das zweite Teil ist natürlich für jeden Unternehmer, es ist unglaublich wichtig, dass wir eine gute, fundierte Ausbildung haben in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, Sales und Marketing. Und wir haben eine Akademie, wo wir das on- und offline anbieten, also vor Ort und eben auch online. Und dann gibt es etwas, was eben auch ganz wichtig ist, um dieses Nachhaltige für den Unternehmer zu schaffen. Das ist, etwas aufzubauen, wo man ein passives Einkommen hat. Und alle Mitglieder bei uns haben die Möglichkeit genutzt, ein ganz einfaches E-Commerce-Marketing-Business-Konzept zu nutzen, um ihre bestehenden Kunden und auch künftige Kunden außerhalb ihres Kerngeschäftes zu binden. Das heißt, wenn die zur Tür rausgehen, dann haben die einen Mehrwert, den sie für immer mitnehmen können. Und die Unternehmerinnen und Unternehmer haben die Möglichkeit, dieses zu nutzen für sich, um sich ein passives Einkommen daraus aufzubauen. Also das ist das Dreigestirn, was hier zusammenkommt. Nämlich ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel jemand, der im Coaching-Bereich tätig ist. Und was der tut, weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Der sucht sich immer wieder neue Kundinnen und neue Kunden. Und je besser der Coach ist oder je gezielter der Coach auch arbeiten kann, desto kürzer sind diese Sequenzen. Und von da ab muss sich jemand wen Neuen suchen. Und das gibt immer wieder diese Lücken, diese Gaps in den Orderbüchern, also in den Auftragsbüchern. Und diese zu füllen, das ist eine Möglichkeit, die wir uns bieten. Oder eben Unternehmer, die sehr, sehr erfolgreich sein wollen und sind, die haben gar keine Möglichkeit, sich weiter zu expandieren, eben auf diese Seite Investment auch zu wechseln. Und da ist es wichtig, dass sie eine Möglichkeit sich schaffen durch diesen alltäglichen, durch das alltägliche Arbeiten mit ihren Kunden. Und deswegen, der All-Stars Business Club bringt alles drei zusammen. Netzwerk, professionelles Netzwerk, wir sind international, deutsch-englisch unterwegs. Die Akademie, die ABC-Akademie, wo jeder ausgebildet wird in den Bereichen und eben diese Möglichkeit, ein passives Einkommen aufzubauen. Das ist eine perfekte Ausgangslage für unternehmerisches Handeln, um auch ein Geschäft aufzubauen. Die Frage, die sich da ja auch stellt, ist, warum werden Menschen unternehmerisch tätig? Wir alle müssen Geld verdienen, aber jeder hat seinen Antrieb, seine Geschichte, seinen Grund, warum er unternehmerisch tätig wird. Was sind Ihre Geschichten, Stefan Guth? Was ist Ihre Geschichte? Ja, ich habe mir, da war ich etwa 25 Jahre alt, so in diesem Sinne, und da habe ich mir überlegt, was kannst du tun für dein Land? Also was überträgt dein Name, wenn du mal stirbst? Wie lange hält dein Name nach? Und habe ich überlegt, ja, was kannst du tun? Du könntest in die Politik, oder? Da könntest du auch was bewegen, aber immer, ich bin da nicht der, irgendwo in eine Masse reinhockt, sondern kam wirklich die Geschäftsidee, man baut finanzielle Bildung auf, weil ich in diesem Thema schon sehr viel Erfahrung gemacht habe. Ich habe sehr viele Leute schon gecoacht, 1:1, und habe gemerkt, das ist ein Riesenbedarf, weil die Leute arbeiten für Geld und wissen nichts über Geld. Das ist wirklich verrückt. Und dann kam die Institution zum Tragen und da ging ich wirklich voll ab. Also wenn ich heute irgendwas mache, da bin ich sowas von im Flow. Und das ist wie so verliebt sein, oder? Wenn ich ein Referat halte, vergesse ich die Zeit um mich herum, bin ich so im Flow und spüre mich kaum, weil ich so in der Energie drin bin. Und das finde ich so das Spannende und das lässt natürlich immer mehr auch aufzubauen, dass ich das noch mehr tue und ich merke, die Leute nehmen was mit, das ist mir sehr wichtig, es ist eine Nachhaltigkeit drin, ich möchte nicht so schnell werde reich Geschichten machen, sondern ich möchte wirklich fundamentales Wissen bringen mit Mindset-Arbeit und dann wirklich nachhaltigen Erfolg, weil diese Leute, die ich jetzt wirklich sehr erfolgreich gecoacht habe, klar, es geht auch um Vorbild sein, ist auch wichtig, ich bin ein Mundwerker. Man muss es selber auch tun, sonst bist du null glaubwürdig. Also ich könnte da schon ein paar Fakten bringen.
Und die, die mich persönlich auch kennen, die wissen, wo ich überall investiert habe, wie viele Firmen ich selber habe. Sie sind also auch Investor und Unternehmer? Genau, genau. Weil ich das, was ich ja erzähle, muss ich ja vorleben. Das ist mein Kodex, das ist ganz wichtig. Sonst bist du ja nicht glaubwürdig. Und das ist für mich extrem wichtig. Und eben die Motivation ist wirklich etwas, wenn ich mal nicht mehr auf dieser physischen Welt bin, dass ich etwas Nachhaltiges erschaffen habe, dass ich was verändert habe, weil es muss über mich hinauswachsen, das ganze Institution, die ganze finanzielle Bildungswelle. Das ist mir enorm wichtig, dass das wirklich nachhaltig so in die Gesellschaft reinkommt. Man spürt die Begeisterung für dieses Thema und im 1-1-Coaching oder als Seminarleiter kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass Sie die Leute mitreißen können und neue Wege zu gehen im Thema Finanzen. Dagmar Glonin, warum sind Sie Unternehmerin geworden? Was treibt Sie an? Für mich war es eine reine Herzensentscheidung erstmal. Ich will auch die Welt verändern. Ich will, dass mehr Liebe in die Welt kommt. Ich will, dass die Männer und Frauen sich besser verstehen. Und für mich ist es eines der schönsten Dinge, in einer glücklichen Partnerschaft zu leben. Ich liebe es, einen starken Mann an meiner Seite zu haben. Ich liebe es, gemeinsam zu lachen. Ich liebe es, mich verlassen zu können auf ihn. Ich liebe es einfach, dass er da ist, dass wir Spaß haben, dass wir Abenteuer zusammen erleben. Und ich weiß, dass so viele Frauen sich das auch wünschen. Und mir ging es vor ein paar Jahren so, da war ich Single, beruflich erfolgreich, viel Geld verdienen, großes Ansehen, alles. Und ich habe immer wieder nicht nur meine eigenen Glaubenssätze gehabt, sondern auch von der Gesellschaft Glaubenssätze bekommen zum Thema, als erfolgreiche Frau hast du es ja schon schwer. Und intelligent bist du auch noch, oh je, und pass bloß auf mit der Karriere, irgendwann will dich gar keiner mehr. Und das ist Quatsch. Weil daran glaube ich nicht. Das wird vielen Frauen gesagt und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Männer starke Frauen wollen. Ich glaube, dass es viele starke Männer da draußen gibt, die sich eine starke Frau an ihrer Seite wünschen. Eine Frau, die ihren Weg geht. Eine Frau, die beruflich erfolgreich ist. Und ich will die Frauen darin bestärken, alles haben zu können, was sie sich wünschen. Also wenn man Ihnen zuhört, dann spürt man die Leidenschaft. Sie haben ihre Intention wirklich zum Beruf gemacht und das strahlt eine große Anziehungskraft aus auf die Leute. Stefan Groll, wo braucht es Mut? Wo braucht es Mut? Das ist eine gute Frage. Ich habe beobachtet, dass wir größtenteils eine mutlose Gesellschaft sind und ich habe es mir vor ein paar Jahren zur Aufgabe gemacht, mehr Mut in die Gesellschaft wieder hineinzugeben. Und was war die Ausgangslage? Warum sind Sie zu diesem Punkt gekommen? Die Ausgangslage war, es war ein fließender Übergang im Grunde genommen. Also ich bin 2010 aus der Bundeswehr ausgetreten und habe da 10 Jahre verweilt, habe meine Einsätze hinter mir. Habe da schon auch viel mit, unbewusst natürlich, mit Mut zu tun gehabt und Mut und Angst, gerade im Ausland und so eine Sachen. Und dann habe ich angefangen, nach 2010 in die Wirtschaft reinzugehen, habe angefangen, nebenbei mich selbstständig zu machen, im Vertrieb und im Verkauf und habe dann langsam angefangen, mich als Coach und als Trainer zu realisieren. Und dann kam nach und nach auch dieses Thema Mut natürlich auch ins Leben und natürlich auch meine Erfahrungen, meine Ausbildungen, die ich gemacht habe und meine ganze Beobachtung, die ich auch in meinen Coachings mit den Coaches, mit den Kunden auch durchgeführt habe, auch immer wieder beobachtet, dass Mut ein Thema ist, was im Grunde genommen sehr stiefmütterlich behandelt wird. Und für mich selber auch als Vision und als Botschaft ist immer das, was ich nach außen geben möchte, ich möchte auf menschlicher Ebene wirken. Ich möchte keine Maschinen unterstützen. Für meinen Teil ist es wichtig, dass die Menschen da draußen erfahren, was sie selbst bewirken können. Ja? Was sie bewirken können, wenn sie mutig sind. Was sie bewirken können, wenn sie sich mit der Angst auseinandersetzen. Ja? Wenn sie feststellen, dass wenn sie sich mit bestimmten Anteilen ihres Daseins beschäftigen, dass sie mutig sein können. Dass sie im Grunde genommen einiges in ihrem Leben, ich will nicht sagen alles, aber einiges in ihrem Leben schaffen können, was sie schaffen wollen. Wo setzen Sie das ein? Ja, das Thema, dadurch, dass ich dann natürlich sehr auf offene Ohren stoße, ist es gerade im Unternehmertum, Führungskräfte, Mut im Management ist auch langsam im Kommen.
Und Einzelunternehmer, ganz klar gefragt. Ja, also ich coache sehr viel Einzelunternehmer, Unternehmer, die sich selbst verwirklichen wollen, Unternehmer, die ja, Entscheidungen treffen wollen, aber es irgendwo nicht können, weil eben die Angst sehr präsent ist, ja, oder weil viele Menschen sich deren Konsequenzen bewusst sind und deswegen den Weg nicht gehen, ja, oder viele Menschen sich der Konsequenzen eben nicht bewusst sind, ja, und gehen deswegen auch den Weg nicht, ja. Also das sind immer verschiedene Punkte und Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und ja, also da setze ich an, also Unternehmertum, Führungskräfte, Management oder Einzelunternehmer, Kleinunternehmer auch, die wachsen wollen. Und Sie haben zweifellos in Ihrem Leben viele Situationen erlebt, wo Sie Mut erfahren haben und viele Erfahrungen gesammelt, die Sie jetzt anderen Menschen weitergeben können. Da bin ich überzeugt. Todi Löw, was hat Sie angetrieben, einen Business Club zu gründen? Ich muss ein bisschen zurückgehen. Ich habe studiert in den USA, Psychologie und Musik und Geschichte, und bin zurückgekommen, habe alles getan, was man in der Bildung kann. Wurde dann auch selbstständig, habe eine eigene Institution aufgebaut und habe festgestellt, dass ich mehr möchte. Mehr Freiheit, mehr Welt, mehr Offenheit, mehr Geld, einfach alles, was dazugehört. Und habe aber festgestellt, dass man etwas in diesem normalen akademischen Bildungsgang nicht lernt, das ist Sales und Marketing. Und dann habe ich noch zwei Master angehängt, im Sales und im Marketing, Kommunikation, und habe festgestellt, dass wenn ich dies zusammennehme als ein Dreigestirn, die Bildung, das Marketing und das Sales, dass das eigentlich die beste Grundlage ist, um unternehmerisch überhaupt mal einen Fußabdruck hinterlassen zu können. Daraus habe ich verschiedene Projekte lanciert. Gewisse waren wirklich nicht erfolgreich oder sie waren erfolgreich. Zum Beispiel habe ich ein Frauen-Business-Netzwerk aufgebaut, und das war sehr, sehr interessant, weil ich weiß, Netzwerke sind unglaublich stärkend und fördernd, gerade eben für Frauen, die sich wieder selbstständig machen wollen oder die selbstständig sind und nicht so den Mut haben. Männer gehen mehr raus, Frauen kommen weniger raus, dass sie wirklich auch rausgehen können. Und das war sehr interessant für die Frauen. Die haben unglaublich viel gelernt. Für mich hat es sich einfach nicht gezahlt. Und deswegen musste ich das leider abbrechen. Daraus ist dann eben mein neues Business-Netzwerk entstanden. Aus dieser Kombination zusammenstehen, sich gegenseitig unterstützen und gleichzeitig eben diese Ausbildung zu haben. Was brauche ich, wenn ich mich selbstständig mache? Geben Sie uns bitte ein Beispiel dazu. Ein Banker, der kommt mit seiner ganz großen Expertise, wird irgendwie sowas über 40 und denkt, ist es jetzt das gewesen, ja? Ist jetzt das alles gewesen? Also ich weiß so viel und grundsätzlich möchte ich mehr und ich möchte raus und ich möchte noch etwas bewegen können in dieser Welt, so wie du vorher gesagt hast, ja, wirklich noch was verändern. Und dann macht er sich selbstständig und seine Expertise bezieht sich nicht auf das Unternehmertum, sondern wirklich auf sein Bankgeschäft. Und jetzt braucht er die Grundlage, dass er von da aus weiterkommt, dass er einerseits Unternehmer um sich herum hat, Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihn unterstützen, auch beraten und ihre Expertise da reinbringen. Andererseits, dass er eben diese Ausbildung bekommt. Und die Idee war, dass wir da alles an einem Ort zusammenführen. Das klingt nach einer ganz einzigartigen Idee, etwas Neues zu schaffen, neue Grundlagen zusammenzuführen, Synergien, etwas zu starten. Welche Bedeutung hat Einzigartigkeit per se für die Geschäftsentwicklung, für den Geschäftserfolg? Was ist Ihre Meinung dazu? Ich würde gerne was dazu sagen. Was bedeutet Einzigartigkeit? Ich habe in der Vergangenheit herausgefunden und auch beobachtet, auch bei meinen Coaches, Kunden und auch bei mir selber, Einzigartigkeit zu leben ist etwas Essentielles. Einzigartigkeit zu leben ist das, was quasi das ganze Geschäftsmodell im Grunde genommen nach vorne treibt. Wenn ich für meinen Teil nicht einzigartig bin, beziehungsweise mich nicht als solches sehe, dann verliere ich auch dementsprechend an Wirkung und dann verliere ich dementsprechend auch an Sichtbarkeit. Und das führt eben dazu, dass ich mit meinem Unternehmen einfach nicht nach vorne komme. Ja? Und das empfehle ich auch immer wieder in meinen Coachings und in meinen Gesprächen, dass eben diese Einzigartigkeit, diese Sichtbarkeit, an der muss gearbeitet werden. Und da gehört natürlich alles mit dazu. Da ist Authentizität, ja, da gehört dazu, dass ich über mein Business Bescheid weiß. Da gehört aber auch Menschlichkeit mit dazu. Da gehört im Grunde genommen, das ist für mich das Wichtigste, das A und O, dass wir
an der Menschlichkeit einfach auch arbeiten. Und weil wir mittlerweile in einer Gesellschaft leben, wo die Menschlichkeit eher stiefmütterlich behandelt wird, weil alles nur noch nach Umsatz, nach Umsatz, nach Umsatz. Und die meisten Einzelunternehmer bauen ihr Business auch nur auf Umsatz auf. Klar, wir sind Unternehmer, wir wollen Umsatz machen, wir müssen Umsatz machen, ist ganz klar. Das müssen wir auch nicht großartig thematisieren. Aber es geht darum, dass wir uns auch auf unsere menschlichen Bedürfnisse konzentrieren, auf unsere menschlichen Anteile, auf das, was die Welt da draußen braucht. Ja, also wie in meinem Fall, die Menschheit braucht Mut, die Menschheit braucht Möglichkeiten, Werkzeuge, um mit der Angst umgehen zu können, ja? Und auch den Mut zu aktivieren, ja? In meinem Fall. Ja? Hier brauchst du Werkzeuge, wie ich dementsprechend einen neuen Partner finden kann oder wie ich mit Geld umgehen kann, wie auch immer, was es für Möglichkeiten gibt. Und da muss jeder für sich sein spezielles Feature finden, ja? Damit eben die Einzigartigkeit ja, vorhanden ist und auch wirklich sichtbar ist. Ja, ich denke, diese Authentizität, das ist genau das, was der Punkt ist. Wir sind ja in einem Zeitalter, wo wir, ich nenne das Marketing 4.0, wir sind an dem Ort, wo wir Maschine wirklich angekommen sind, das heißt, wo diese Menschlichkeit, diese Authentizität unglaublich wichtig sind. Es suchen sich die Menschen heute die Menschen aus, die sie weiterbringen. Und die finden sie heute im Netz. Das heißt, diese Einzigartigkeit ist genau das, was die Farbe ausmacht. Also wie wir uns positionieren mit unserer Expertise, mit unserem Know-how, mit unseren Möglichkeiten und Menschen suchen uns nach dem aus. Kann ich mit dem oder mit der oder ist es das, was ich jetzt brauche, um diesen einen Schritt weiterzukommen? Ja, ganz genau. Da bin ich ganz genau bei dir. Für mich die Kernfrage bei Einzigartigkeit ist, was begeistert dich wirklich? Was bringt deine Augen zu strahlen? Weil das ist genau das, was dich dann ausmacht als Mensch. Das, was dich, ja, wo du sagst, wow, da gehe ich drin auf, das könnte ich stundenlang tun, das ist das, was mir wirklich Freude bereitet. Bei mir sind es, mit Menschen zusammenzuarbeiten und deren Einzigartigkeit wieder zum Strahlen zu bringen, weil dann strahlen sie und dann ist alles viel, viel leichter. Also wenn ich noch was auch ergänzen kann, ich sehe einfach die Einzigartigkeit. Wir sehen es, gehen mal an den Hauptbahnhof morgens um 8 und das finde ich null Einzigartigkeit. Also wir müssen viel mehr und auch die Lebensfreude, Begeisterung, oder? Und ich stelle mir manchmal so die Welt vor, stell dir vor, jeder hätte jeden Monat 10.000 Euro einfach Cashflow, Income von irgendwelchen Investment, Immobilien, was auch immer. Die Grundfrage ist das, würde eine Führungskraft oder sag mal auch, wir können auch 100.000 pro Monat sagen, würde eine Führungskraft oder ein Unternehmer trotzdem seine Position noch wahren und halten, oder? Weil daher, denke ich, kommt die Mutlosigkeit auch, weil viele Führungskräfte in den oberen Etagen haben einen gewissen Lifestyle, ein gewisses Hamsterrad, sind die voll drin, die wollen einen gewissen Automobil und so weiter, einen gewissen Konsum leben die. Die wollen natürlich etwas repräsentieren gegenüber seiner Frau und oder Haus und so weiter. Aber das Problem ist, sie sind so hochgradig im Hamsterrad, die rennen sowas von dem Geld hinterher und darum haben sie auch Angst, mal neue Schritte zu gehen, eben seine Einzigartigkeit zu leben, weil es könnte rein theoretisch ihren Job kosten, weil sie jetzt auf einmal ein bisschen mehr Gas geben, mal neue Wege gehen und ich denke, das wäre mal ein spannendes Experiment, mal zu testen. Stell dir vor, jeder gibst du mal eine Million, würde er seinen Job noch tun, oder? Und dann würde er eben sie, oder sie seine Einzigartigkeit leben. Ich habe jetzt einige Teilnehmer, die sind dank dieser finanziellen Intelligenz, finanziellen Bildung, haben die jetzt ihren todsicheren, also ich kann es fast nichts anderes sagen, ihren absolut sicheren Arbeitsplatz gekündigt, sind jetzt völlig frei, sind unabhängig, leben ihren Flow, sie sind selbstständig, sind völlig in der Lebensfreude, in der Begeisterung, haben eben den Mut auch zu tun und ihre Einzigartigkeit zu leben. Ich finde das super spannend. Häufig ist eben das Problem, die sind blockiert vom Geld. Sie sind da viel, das ist das was blockiert. Jeder Mensch ist einzigartig, genau. Und lebt seine Art. Wir haben gehört, Menschlichkeit, die Ausstrahlung, die damit generiert wird, das ist natürlich auch wichtig für einen Unternehmer als Person, aber auch für das Unternehmen per se. Wir haben gehört, Marketing 4.0, die ganze Digitalisierung, die entsteht. Das ist ja auch ein bisschen die Brücke zwischen der Menschlichkeit und der Maschine, dass die Einzigartigkeit ja auch im Internet gefunden werden muss, damit die Menschlichkeit dahinter in einer Form gezeigt werden kann. Die Herausforderung, die wir in Zukunft angehen
müssen als Unternehmer? Kann ich dazu? Genau, also das ist zum Beispiel auch so ein Hauptteil der Arbeit, die ich gerne mache, weil es geht mir auch darum, Symbiosen herzustellen. Ja? Und gerade in der heutigen Zeit, im Wandel der Zeit, geht es darum, auch eine Symbiose eben zwischen digitaler Wandel und der analogen Welt herzustellen. Also auch wirklich den Menschen da draußen aufzuzeigen, es ist alles da, es ist alles präsent. Also du kannst dich zwar entscheiden und gegen etwas entscheiden, du kannst aber auch sagen, okay, ich gehe eine Symbiose ein, ich lasse mich auf Mut und Angst ein, ich lasse mich auf digital und analog ein und finde für mich einen Mittelweg. Das ist eigentlich so die Essenz in dem Wandel der Zeit, wo wir sind, wenn Menschen mit mir eben auch zusammenarbeiten, die erfahren dann am eigenen Leib, was es bedeutet, sich einzulassen auf bestimmte Prozesse oder auf Symbiosen. Ich nenne das immer Symbiosen, weil ich auch in Führungskräfte-Coaching und sowas auch die Natur gerne mit einbringe, ja? Weil das auch eine Symbiose ist, die sehr, sehr wichtig ist und auch ein Katalysator sein kann. Halten wir noch einmal fest, jeder Mensch, jedes Unternehmen ist einzigartig. In dem Zusammenhang interessiert mich Dagmar Glonin, welche Menschen suchen typischerweise eine Expertin wie Sie? Zu mir kommen Frauen, die beruflich erfolgreich sind. Das sind Unternehmerinnen, die ihr eigenes Business haben oder Frauen, die Karriere gemacht haben in der Firma. Und das sind sehr starke Frauen und die sind auch zu Recht sehr stolz auf das, was sie erreicht haben. Nun kommen sie irgendwann in ihrem Leben an einen Punkt, wo sie sich fragen, ist das denn alles? Und da entsteht dann in einem ruhigen Moment so eine Sehnsucht nach jemand anders, nach einem Partner, vielleicht auch mal nach einer starken Schulter, nach jemand, der das Leben mit ihnen teilt, wie sie unterwegs sein können und genau das Leben, was sie auch sonst außerhalb der Arbeit noch gerne machen, jemand, der sie unterstützt. Und ich stelle bei diesen Frauen fest, und das stellen sie selbst auch fest, deshalb kommen sie zu mir, dass die Methoden, die sie für den Erfolg im Business anwenden, entweder nicht die gleichen sind, die sie im Privatleben erfolgreich machen, oder sie können es nicht transferieren. Liebe Frauen, wenn Sie also im Privatleben erfolgreich sein wollen, dann wenden Sie sich an Dagmar Glonin. Dankeschön. Und das Interessante ist, die Frauen, die zu mir kommen, die ihren beruflichen Erfolg immer nur durch Kampf, 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 durch Durchsetzung, durch noch mehr Arbeit, Arbeit, Arbeit erreicht haben, die merken plötzlich, dass es auch sehr viel leichter geht. Nicht nur dadurch, dass sie jemanden haben, der sie unterstützt, sondern auch durch die Coaching-Methoden, weil die ja eins zu eins auch aufs Business anwendbar sind. Und das wenden sie für sich selbst an und plötzlich ist das ganze Leben sehr viel leichter. Stefan Guth, welche Menschen suchen Sie als Experten auf? Das ist eine spannende Frage, weil als ich das Institut gegründet habe, habe ich gedacht, wir müssen da die jungen Erwachsenen, die müssen wir da ausbilden, oder von mir aus, die müssen wir ausbilden, das ist die Zukunft und so weiter, da geht der Weg hin. Und paradoxerweise, jetzt kommen Leute auf mich zu, die sind plus minus 40 Jahre, sind Führungskräfte, sind Unternehmer, die haben jetzt schon 20 Jahre voll gearbeitet, haben ihren Job gemacht und merken irgendwie, mein Gott, jetzt bin ich 20 Jahre, habe ich gekrampft wie verrückt und habe immer noch zu wenig Geld auf dem Konto. Und die kommen oder lesen ein Buch oder kommen zu mir irgendwie übers Internet, über irgendwelche Recherchen und so weiter. Und die kommen zu mir und sagen, wie machst du das? Sag mir das. Was kann ich tun? Irgendwas mache ich falsch, oder? Und dann gehen wir den Weg und dann helfen wir, das beginnt beim Mindset, also die Denkweise ist wichtig, oder die Blockaden, diese Geschichten. Und ist wirklich lustig. Und junge Leute, wenn ich junge treffe, die kurz, also jetzt in die Arbeitswelt reingehen, die sagen, ja, jetzt mache ich Karriere, jetzt verdiene ich Geld. Und ich sage immer, ja, wir sehen uns in spätestens 20 Jahren wieder. Weil dann hat er es kapiert, dass das vielleicht nicht die richtige Strategie ist. Oder? Weil das von der Schule gelehrt wird. Oder mach Karriere und verdiene Geld. Aber das ist der falsche Ansatz. Oder? Ist wirklich lustig. Oder auch Leute, vielleicht noch, auch Leute, die jetzt zur Pension kommen und sie bekommen da viel Geld. Oder? Also bei uns kann man das Sozialsystem, man kann da sehr viel Geld rausnehmen im Moment noch. Also bei uns in der Schweiz. In der Schweiz, das muss hört man sagen, genau. Dialekt an. Bei uns in der Schweiz.
kann man im Alter sehr viel von der beruflichen Vorsorgekasse, kann man sehr viel Geld rausnehmen, also im Moment noch. Und da sind sehr viele total überfordert mit diesem Thema, weil das kollabiert ihr Mindset. Die haben keine Ahnung, was sie jetzt mit so viel Geld tun. Und da helfe ich natürlich auch eben, die Angst zu verlieren, Mut zu haben, Eigenverantwortung zu übernehmen und mit ihrem Geld dann selber zu arbeiten. Das sind so die Felder, die sich jetzt auftun. Das ist auch wahr. Ist auch, warum Lottogewinne immer so schnell verblassen. Ja, ne? Ist ja, der gleiche Effekt. Das ist ne? Genau dasselbe, ja. Stefan Groll, als Mensch und mit Ihren Erfahrungen sind Sie einzigartig. Welche Menschen suchen Sie als Experten typischerweise auf? Zu mir kommen Menschen typischerweise, die aus dem Management, Führungskräfte, Einzelunternehmer, Menschen, die Entscheidungen treffen, tagtäglich Entscheidungen treffen müssen. Zu mir kommen typischerweise Menschen, die mutig sind und noch mutiger werden wollen. Todi Löw, mit Ihrem Projekt, mit Ihrem Business Club sprechen Sie viele Menschen an, aber welche Menschen kommen typischerweise zu Ihnen als Expertin? Grundsätzlich kommen Menschen, die mehr wollen, mehr vom Leben, mehr Freiheit, mehr Entwicklung, die einfach noch etwas suchen. Das können Mütter sein, ich habe jetzt gerade jemand, die so im Kopf, die ihr Mann ist eine tolle Karriere gegangen und jetzt geht er nach China, trennt sich mit dem, sie ist zurückgeblieben mit ihrem Sohn und er sagte noch, ja, jetzt kannst du wieder in deinen alten Beruf zurückgehen. Die haben zusammen Geschäfte aufgebaut, sie ist eigentlich innerlich Unternehmerin und er sagt, du kannst in den Beruf zurückgehen, ist für sie keine Option, aber jetzt ist sie alleine und es ist 20 Jahre später. So jemand kommt zu uns, weil sie eben da weiß, da hat sie das Gesamtpaket, um sich was aufzubauen und auch künftig was auszubauen, auch eine Sicherheit aufzubauen. Oder es kommt eben der Unternehmer, der das Netzwerk braucht und die Unterstützung und dieses Verändern wollen in der Zukunft mitbringt. Oder es kommt der sagt, ich möchte meine Expertise da reinbringen. Ich möchte mit den Menschen hier zu tun haben. Ich möchte auch an Seminaren mein Know-how weitergeben. Und da ist grundsätzlich jeder, der unternehmerisch tätig sein möchte, schon ist oder werden möchte, kommt dahin. Welchen Tipp geben Sie unseren Zuschauern, was sie konkret tun können, anwenden, um einen Erfolgsschritt machen zu können? Grundsätzlich ist es so, dass das Leben ein Geschenk ist. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Ziel uns setzen und nochmal uns hinsetzen an einem ruhigen Ort und oder vielleicht an einem Lieblingsort überlegen, wie soll mein Leben ausgesehen haben in 20 Jahren von jetzt? Ich nenne das so Design Your Life, sich überlegen, was hätte sein können und dann zurückbricht und sagt, das würde heißen, in 10 Jahren ist es so, das würde heißen, in einem Jahr ist es so. Und dann würde ich sagen, was soll die nächsten 3 Monate geschehen? Was brauchen Sie dazu? Und dann einen Plan machen, ein Ziel setzen, einen Plan machen und eben sich vernetzen, um die Unterstützung zu bekommen, dass das auch dann möglich ist und in diese Zukunft zu gehen. Das ist eine Sache, die ganz wichtig ist, dass man eben zielgerichtet sich die Dinge vornimmt und die dann durchführen kann. Das ist ein Tipp. Vielen Dank, Stefan Groll. Was ist Ihr Tipp an unsere Zuschauer, wie sie erfolgreicher werden können? Ja, ich habe 2 Tipps für dich da draußen. Und zwar der erste ist, führe ein Mut-Tagebuch. Ja, es gibt ja Erfolgstagebücher in den verschiedensten Variationen. Ich empfehle dir, schreibe ab heute, ab jetzt ein Mut-Tagebuch. Schreib da alles hinein, was dich auf der einen Seite mutig gemacht hat heute und schreib auf der anderen Seite aber auch hinein, was dir Angst gemacht hat. Ja? Und genau diese 2 Gegenüberstellungen ermöglichen dir, deine Situation aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten. Danke, das werde ich mir auch mal überlegen, so ein Tagebuch zu führen. Stefan Gut, braucht es Mut, um Ihren Tipp umzusetzen? Nee, ganz sicher nicht. Es braucht mehr Gefühl. Also Tipp Nummer 1 ist, setze dir ganz klare finanzielle Ziele, ganz messerscharfe Ziele. Und zwar nicht, ich möchte reich werden, das ist kein Ziel, sondern ganz klar, in 5 Jahren an dem und dem Datum möchte ich genau so viel Vermögen haben. Und dann hat man rein aus der Logik hat man das Ziel. Jetzt der Schlüssel ist aber, man muss das Gefühl hochkriegen in diese Liga. Das heißt, jetzt
jetzt denkst du vielleicht, ja, ich habe ja jetzt vielleicht 50.000 Euro auf dem Konto. Das ist das Gefühl. Jetzt muss man das Gefühl hochkriegen auf zum Beispiel 1 Million. Wie fühlt man sich als Millionär? Was ist das ausschlaggebende Gefühl? Oder wie fühlt man sich vielleicht frei? Was spürt man? Was hört man? Was sieht man? Dass man das Gefühl hier reinkriegt. Und wenn das genau auf die gleiche Ebene kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass man Millionär sein wird. Und immer im Mindset, man ist Millionär, also man ist schon im Sein, als ob es schon so ist, sich fühlen. Und das ist die schwierigste Aufgabe, aber das ist eine reine Trainingsgeschichte. Vielleicht die Schlüsselaufgabe ist, bevor du ins Bett gehst, liegst schon im Bett, du schläfst noch nicht, geh da rein. Wie fühlt man sich so als Millionär? Wenn du 1 Million Euro auf dem Konto hast, wie fühlt man sich? Und das Gefühl immer weiter aufbauen, 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 bis es wirklich absolut matcht und du 2000% klar bist, Millionär ist kein Thema mehr, ich spüre schon. Und dann wird auch die Materie diesem Ziel folgen. Und natürlich nachher Wissen, das nötige Wissen holen auf dem Markt. Es gibt so viele spannende Fachwissensthemen, vor allem im Geldbereich. Oder? Man muss sich natürlich gute Experten raussuchen, ist ganz wichtig. Und eben das Mindset, immer am Mindset arbeiten, das ist eines der absoluten Schlüssel. Vielen Dank, das Mindset ist wichtiger wie die erste Investition. Genau, absolut. Dagmar Klonin, was ist Ihr Tipp für unsere Zuschauerinnen? Entscheide dich, triff eine Entscheidung und hör auf, dir zu erzählen, wenn ich das und das und das gemacht habe, dann. Nein, entscheide dich jetzt und sag genau, was du willst. Und dann nimm dir ein Blatt Papier und schreib 50 Dinge auf, die du an einem Mann toll findest. Ja, 50. 50 ist ganz schön viel und du wirst sehen, du fängst gar nicht an zu werten, sondern du schreibst alles auf, was dir einfällt. Ist er humorvoll? Ist er witzig? Ist er charmant? Kann er kochen? Welche Hobbys hat er? Mag er Katzen? Was auch immer dir einfällt, schreib es auf. Und dann lese es dir nochmal durch und spür rein. Und stell dir vor, wie es ist, wenn genau dieser Mann irgendwann bei dir ist. Und stell es dir immer wieder vor und lies es dir immer wieder durch und geh genau in diese Schwingung rein. Und ganz wichtig, freu dich drauf. Vielen herzlichen Dank. Man muss nicht nur wissen, sich aneignen, sondern man muss es auch tun, um erfolgreich zu sein. Insofern, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wenden Sie die Tipps an, holen Sie sich das Wissen bei Experten. Vielen Dank, werte Gäste, dass Sie mit dabei waren bei dieser Sendung. Vielen Dank Ihnen zu Hause und vor den Computern, wo auch immer Sie die Zeit verbringen und diese Sendung gesehen haben. Wer erfolgreich sein will, holt sich das Wissen bei erfolgreichen Menschen. Darum sind Sie auch bei der nächsten Sendung wieder mit dabei. Diese Sendung Wege zum Erfolg wird alle 2 Wochen auf Rhein-Main-TV ausgestrahlt und natürlich über Satellit und Internet auch europaweit. Wenn Sie als Gast oder Experte hier dabei sein möchten, nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns auf Sie als Gast oder Zuschauer. Seien Sie wieder dabei. Danke und auf Wiedersehen.